Moin, moin, liebe Leute. Ihr seht, ich sitze mal wieder in meinem Büro. Wir haben es Anfang Februar. Seit einer Woche ist es ja, hier draußen ziemlich am Regnen. Richtiges Schiedwetter, wie man in Norddeutschland sagen würde. Aber trotz Schiedwetter möchte ich natürlich irgendwie ein bisschen angeln, ein paar Fische fangen, euch einen tollen Film zeigen. Und da habe ich natürlich hin und her überlegt, was kann man machen. Ja, Februar, bekanntlich eine schlechte Zeit, aber dann kam die rettende Nachricht von Bruno Brennsteiner vom EBO, der mir gesagt hat: Winter, da geht ja bei dir in Deutschland nicht viel, komm doch mal wieder runter zum EBO, da können wir angeln, auch im Winter, und machen ein paar schöne Sachen. Da habe ich mir gedacht, na, das ist doch die perfekte Gelegenheit, habe einen Flug gebucht, das ist auch ganz unkompliziert, man kommt von Deutschland, ja, in 2 Stunden, ein bisschen mehr, ist man in Barcelona und von da aus dann zum EBO. Und wie gesagt, Ebro geht immer das ganze Jahr, auch im Winter, und deshalb habe ich mir gedacht, da kann man was machen. Wer mein Channel oder unseren Channel ein bisschen kennt, der wird wissen, da gibt es den Ebro Grand Slam, den haben wir schon 2-mal gemacht. Und deshalb habe ich mir gedacht, und auch weil viele Anfragen kamen, die dann gesagt haben: Jungs, wann fahrt ihr mal wieder zum Ebro, wann macht ihr da mal wieder ein tolles Video beim Barsch, Zanderangeln, Welsangeln? Deshalb machen wir jetzt den Ebro Grand Slam 3.0. Die Winter Edition diesmal haben wir uns gedacht. Plakativer Name, ich bin mal gespannt, ob es klappt. Bis jetzt haben wir eigentlich den Grand Slam immer so geschafft. Aber Ebro ist natürlich, wie ich schon gesagt habe, ein sicheres Revier, aber auch nicht ganz unanfällig gegen Wetter. Und deshalb, ich fliege jetzt, heute ist es Freitagnachmittag, die meisten sind schon zu Hause, ich bin noch im Büro, damit ich nächste Woche dann fliegen kann. Und ja, muss hier noch was tun. Aber ich fliege Montag und deshalb gucke ich jetzt erstmal, was das Wetter sagt, weil da muss man am Ebro mal ein bisschen drauf gucken, ob ja, Regen ist zum Filmen schlecht, Wind ist zum Angeln grundsätzlich schlecht. Und deshalb gucke ich jetzt erstmal, was die Wettervorhersage sagt. Ich gucke übrigens immer bei www.wetteronline.de. Das ist so in den letzten Jahren so der Wetterdienst, wo ich gemerkt habe, der ist am genauesten. Und deshalb schaue ich jetzt da mal nach. Hier bei Mequinenza gebe ich einfach ein, dann mal gucken wir mal. So, jetzt Wochenende. Ja, das sieht ja momentan ganz gut aus. Wir haben heute Freitag, wie gesagt, ich fliege Montag. Ja, Sonntag 14 Grad, 15 Grad tagsüber. Das sieht ganz gut aus. Bisschen Wind jetzt hier am Sonntag und am Montag schon wieder weniger Wind. Wind auch muss man immer drauf achten. Jetzt gucke ich mal auf die 8-Tage-Vorhersage, wie das da mit dem Wind ist. Also sonnig soll es dann sein. Jetzt muss ich mal schauen, was der Wind macht. 16 Grad, 17 Grad. Ja, das sieht schon wieder jetzt für Dienstag, Mittwoch jetzt nicht mehr so doll aus. Ja, Windstärke 4, Böen bis 80 Stundenkilometer. Tja, das wird ein bisschen kritisch. Aber naja, was will man machen? Der Flug ist jetzt gebucht und Bruno hat bis jetzt eigentlich immer was auf die Beine gestellt, wenn wir da waren. Und deshalb lasse ich mich jetzt ja von diesem, ja, nicht so ganz tollen Wetter jetzt nicht, ja, nicht ins Bockshorn jagen und tue jetzt hier noch ein bisschen was. Wochenende muss ich auch noch ein bisschen was tun, das wegarbeiten, und dann sehen wir uns am Montag, wenn es ab an den Ebro geht. Bis dann! Morgen, liebe Leute! Eine Nacht sind wir jetzt hier im Camp. Die Fahrt hat gut funktioniert hierhin. Kein Stau gehabt, wie eigentlich fast nie hier, wenn wir zum Ebro fahren. Unterwegs habe ich den Lars eingesammelt, der schon ein paar Mal mit mir war. Wir sind jetzt hier direkt am Camp von Bruno und Markus. Also perfekte Location hier, direkt am Wasser. Vom Haus bis zum Wasser sind es vielleicht, ja, was weiß ich, 15 Meter oder so. Das heißt, man könnte hier auch ja, direkt vom Ufer aus angeln und dann im Camp sitzen. Das werden wir vielleicht auch noch mal machen. Ja, heute gleich kommt Bruno, 20 Minuten und dann geht's los. Wetter ist noch ganz okay, noch relativ windstill. Aber Lars, was denkst du? Hast ja auch schon ein bisschen Ebro-Erfahrung mittlerweile. Ja, gestern Abend noch mit Bruno lange gesprochen. Der meinte, wir sollten die windfreie Phase heute nutzen. Der meinte, bis 12 Uhr ist noch relativ windstill. Deswegen möchte er heute früh losfahren, dass wir ein paar Zander bekommen. Und ein paar Barsche vielleicht. Hoffentlich. Und ja, gucken wir mal. Also gleich kommt er. Wir gehen jetzt noch rein, essen noch einen Happen und dann geht's los und dann sehen wir uns am Wasser. Bis später.
Leute, jetzt sind wir hier am Bootssteg, von dem wir aus immer starten. Zu meiner Rechten mein Superguide Bruno Brennsteiner, der mich hier seit Jahren, immer wenn ich hier bin, ich komme ja schon seit Jahren, immer wenn ich hier bin, bringt der Bruno mich ja zuverlässig zum Fisch. Das ist schon extra Spitzenklasse, sage ich jetzt mal. Bruno, was denkst du? Heute Bedingungen? Noch sieht es ja relativ windstill aus, ne? Ja, jetzt sieht es noch ganz windstill aus, aber heute Mittag ist über 60 Kilometer Wind angebracht. Da werden wir nicht viel Spaß haben, aber wir probieren es jetzt. Fahren wir mal los. Versuchen wir den morgen noch so ein bisschen zu nutzen, bevor der Wind kommt. Zu meiner Linken hier noch ganz neu jetzt Verstärkung beim Ebro-Urlaub-Team. Das ist der Martin. Hi. Der wird ja demnächst auch Guidings machen für die Gäste. Und ja, ich denke, ein guter Mann, Bruno, ne? Ja, sehr guter Mann. Kennen wir uns schon jahrelang. Guter Angler. Das sind gute Voraussetzungen. So, Bruno, du hast aber noch gar nicht gesagt, mir noch gar nicht verraten, was wir heute überhaupt technisch, taktisch machen. So. Ja, ich habe da so ein bisschen, nicht jetzt geheime Montagen, aber lass dich einfach überraschen. Okay. Fisch mit System, das du wahrscheinlich nicht kennst. Da bin ich gespannt. Das probieren wir mal. Vielleicht, da kriegen wir sicherlich den einen oder anderen großen Barsch. Lass uns erstmal rausfahren, damit wir vor dem Wind flüchten. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir am Platz sind. Bis nachher. An der Zeit, dass der Bruno mir endlich mal verrät, was wir heute so taktisch vorhaben. Bruno, jetzt komm, mach mal Butter bei die Fische und sag, was wir heute machen. Ja, habt ihr ja gesagt, das ist so eine geheime Montage. Stimmt natürlich nicht. Oh, schade. Ich habe hier ein tolles Buch bekommen von unserem Barschpapst, vom Johannes Dietl. Hier mit persönlicher Widmung, muss ich sagen. Also, ui. Ja, hat er mal reingeschrieben, schön, was da drin steht, sage ich jetzt nicht. Und aus dem Buch muss ich sagen, da ist wirklich alles drin zum Barschangeln. Auch Montagen, die ich selbst noch nie gesehen habe. Und wir haben uns da einfach eine Montage rausgesucht, das heißt das Kickback-Rig. Aha, okay. Kurzen Seitenarm. Hier ist jetzt ein Fischchen drauf, aber das fischen wir dann mit Gummikrebsen, haben wir das auch probiert. Haben wir natürlich schon getestet vorher. Funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und gerade wenn die recht launisch sind, die Barsche, haben wir auf dieses System wirklich sehr gute Erfolge gehabt. Ja, das sieht ganz gut aus. Muss ich ehrlich sagen, von Johannes habe ich das System. Ja, das sieht gut aus. Und wie man das Rig jetzt ganz genau bindet, so in natura, das zeigt euch dann im nächsten Schritt dann der Martin. So, bevor wir jetzt mit dem Kickback fischen wollen, werde ich euch kurz zeigen, was wir dazu brauchen. Und zwar brauchen wir ein Fluorcarbon. Ich verwende oft ein 28er bis 32er Fluorcarbon. Circa 1 Meter Länge brauchen wir dazu. Ein Offset-Haken, natürlich passend zu der Größe des Köders. In dem Fall fischen wir einen Zweier für diese kleinen Gummikrebse. Die Zander und Barsche sind derzeit wirklich voll mit den kleinen Krebsen und die mit Harte sind wirklich top. Und entweder ein Dropshot-Blei oder ich verwende sehr gerne große Spaltblei bis ca. 18 Gramm, je nach Gewässertiefe. Und dann binden wir das Rig. Ich habe mir ein ca. 1 Meter langes Stück Fluorcarbon abgeschnitten. Greife ich mir 10 cm ca. Legt nochmal doppelt ca. 10 cm für den Seitenarm, für den Köder. Binde dann den doppelten Achterknoten. Immer schön feucht machen, das ist ganz wichtig. So sieht das dann aus. Die Schlaufe trenne ich auf. Der lange Seitenarm ist nun für den Haken und den Köder. Und der kurze Seitenarm für das Blei.
So, damit, weil ich Spaltbleie verwende, damit das Blei nicht ständig starken Wurf runterrutscht, mache ich einen kleinen Konterknoten auf den Seitenarm für das Blei. Darauf kommt dann das, jetzt in dem Fall 15 Gramm schwere Klemmblei. Dann wir noch den Offset-Haken mit dem Gummikrebs. Nur die Spitze einmal von der Mitte nach unten raus. Der Köder wird dann auf den Haken hochgeschoben. Und dann die Spitze noch in der Länge. Einmal durch den Körper. So können wir ziemlich hängerfrei mit dem Offset-Haken, der ein bisschen im Gummiköder versteckt ist, auch in Steinschüttungen oder zwischen dem Holz fischen. So, das Gesamte sieht dann so aus. Der Hakenköder sollte etwas länger wie das Blei sein. Nee, hey, wir sind zum Angeln da, nicht zum Lesen. Ups. Erkläre ich euch mal kurz, wie man das führt. So, hier ist so 6-7 Meter tief, gebe ich einmal Schnur und dann auch Spannung absinken lassen, weil oft kommt der Biss schon beim ersten Absinken. Das sieht man dann schön, wenn dann die Schnur schlaff wird, so wie jetzt. Warten wir 2-3 Sekunden, weil der Krebs dann langsam runter geht und dann einmal anschicken und wieder auf Spannung. Anschicken, Spannung und dann manchmal auch bei zweimal kurz. Wie gesagt, immer ein bisschen warten, bis der Krebs sich sinkt. Und da kommt oft der Biss. Schauen wir mal, was kommt. Hab einen Fisch. Martin, einer eingestiegen. Ja. Das sieht ganz gut aus. Ein bisschen langsam, Martin. Relativ nah am Boot schon. Soll ich dir einen holen? Da, schau her. Ah, du hast die neue Krebse drauf gemacht, die wir geholt haben. Der hängt ganz vorne. Ja, schau dir den an hier. Geil. Das ist eine schöne Mama. Petri, Martin. Super. Ganz knapp, guck an. Das ist halt wichtig, auch einen ganz scharfen Haken zu nehmen. Der hat jetzt 44, 41. Komm, messen wir mal schnell. Messen wir mal schnell. Muss nicht immer so bei uns ganz genau sein. Guck her, 44, 43, 44. Top, super Fisch. Dicke Mama, setzen wir natürlich zurück. Muss man immer, also ich setze die immer so rein. Ja, und jetzt Druckausgleich und weg ist er. Boah, sauber hingehauen. Du kannst weitergehen. Ich erkläre, du fangst Fische. Wir haben eigentlich unnormal für die Jahreszeit Wassertemperatur 9,3 Grad. Den ganzen Winter war es nicht unter 9 Grad. In der Regel hat es eigentlich 6, 7 Grad um die Jahreszeit. Stellen wir die Empfindlichkeit weg. Wir haben sehr viele Schwebstoffe im Wasser. Das war ein Fisch hier. Und das sind dann alle zu Kanten, wo wir da runterfischen. Sauber Schlag.
Sauber inhaliert. Voll weggehauen. Postzange. Ab, oh, geht. So. Ja, mein Lieblingskrebs. Den kann man auch ganz langsam führen, weil die Fäden, also ich meine, das macht, spielt brutal Fehler. Macht eine große Rolle. Mal runter bitte. Halt mal kurz Kamera. Schönes Weibchen. Ja, über 40 locker. Oh, 43. Klasse Fisch. Zurück. Yep. Geschnappt. Kickback-Riecher, habe ich noch nie einen Fisch mitgefangen, aber jetzt hängt irgendwas. Kommt aber tief hoch. Ja. 10 Meter hier. Nee, den Schwarzbarsch. Geil. Habe ich noch nie gefangen hier in einer anständigen Größe. Mein erster war Schwarzbarsch. Hammer. Ja, gut, wir haben auch noch nie gezielt darauf geangelt. Oh, geil. Ich hab gedacht, der Gummi ist weg. Super. Auf 10 Meter im Winter stehen die halt auch tief. Oh, perfekt. Kein Riese, aber ein schöner Fisch. Und ein Schwarzbarsch. Sind wir hier. Da können wir diesmal ja vielleicht schon den, wie heißt das, Bruno, Golden Grand Slam Golden schaffen. Golden Slam, ja. Oh, perfekt. Ein richtig großes Maul hier. Mein Lieblingsköder. Ah, der hat's gebracht hier. Geil. Und jetzt noch einen schönen großen Flussbarsch. Mal schön hier mit dem Downscan sieht man schön die einzelnen Bäume mit den Ästen. Und hier kann man manchmal meinen, dass es ein Fischschwarm oder was ist. Ne? Da sieht man dann genau die Bäume schön, wie die Äste rausgehen. Und hier liegen auch Fische dabei. Downscan sind weiße Punkte und hier sind die kleinen Sicheln. Tippe ich mal, dass da Fisch dazwischen liegt. Das sind zum Teil Bäume, die bis knapp unter die Oberfläche reichen. Nächster Baum. Das ist ein Fisch dazwischen. Den sieht man dann hier als die dickere Sichel. Hier kommt schön einer hoch. Ja. Ja. Kein großer, aber der andere Köder hat sich doch nur rentiert. Gerade viele kleine Fische direkt neben dem Boot gehabt. Haben wir so einen kleinen fotografischen No-Action-Chat noch auf das Kickback-Rig gemacht. Und nicht der größte, aber Fisch. Ich habe jetzt mal hier ein Drachquitsch-System mit einer Gummilaube. Sieht fast aus wie ein echter Fisch. Da wollen wir jetzt probieren, ob wir einen Zander kriegen. Liegt auch oder auch die Imitation Erfolg bringt. Ersten Fisch auf dem Drachkowitsch mit dem Gummifisch von Savage Gear. Der Laubenimitation. Ja, ein bisschen Zander sein, kein richtig großer, aber ja, da kommt er. Da ist jetzt kein Riese. Und man sieht hier voll, wie funktionieren die Fische. Aber mit zwei Haken. Nicht unbedingt ein Riese, aber man sieht, es funktioniert. Mal ein auf das Kickback-Trick wieder. Einen kleinen Krebs drauf getan. Der fühlt sich richtig gut an. Ich denke mal, das ist ein Barsch von den Kopfstützen her. Von Kopfschlägen her. Der Köder. Schöner Fisch. Sieht ganz knapp da. Jetzt vorsichtig landen. Jawohl.
hier kann man sehen, vorne gehakt, ganz, ganz knapp. Genau war's. So muss das sein. Voll reingeknallt. Der Wurzelhechtrekord wird es keiner sein, aber wird, ich glaube, so ein Gewichtrekord muss es sein. Schnurklassenrekord. Puh. Wenn du Gaff brauchst, hast du Bescheid. Moment, habe ich gedacht, Waller. Aber kleineren Fische, die wir fangen. An unseren heimischen Gewässern freut man sich da schon drüber. Also echt ein tolles Barschangeln hier. Zander geht heute nicht ganz so gut, aber vielleicht kriegen wir da auch noch ein paar. Und wenn wir hiervon noch ein paar fangen, ist auch top. Schlag auf Schlag ging's. Wir konnten gar nicht filmen. Der Martin musste jetzt die Kamera in die Hand nehmen hier. Ich habe den größten hier gefangen. Lars einen schönen Zander. Naja, und der Bruno hat den größten gefangen. Glück gehabt. Aber es geht ab hier. So muss das sein. Den können wir releasen hier. Hier releasen wir alle. Genau. Top. Und tschüss. So, wieder ein Fisch auf das Kickback-Rig. Entweder ist das ein sehr, sehr großer Barsch oder ein Zander. Ja, das wäre super. Ich häche ein bisschen besser an. Schöner. Jawohl, komm rein. Petri, geil. Petri Lars, schön auf dem Kickback. Und mit dem kleinen Fisch, wo wir probiert haben. Oh, sauber gehakt. Oh, knapp. Was denkst du, wie groß ist der? 50? Na, der ist über 60. Schöner Zander. Männchen. Und auch auf das kleine Fischchen gebissen. Und man sieht auch mit den kleinen Ködern, dass durchaus ordentliche Zander drauf beißen. So muss das laufen. Was für ein Zander? Da ist direkt schon der Barsch hinterher. Halt mal auf, Skikpick. Vor allem mit dem Krebs. Ja, war eine schöne Runde jetzt, ne? Auf jeden Fall. Schnell die Rufen wieder ans Wasser. Der Barsch hat 6, 7, 48 cm. Das ist ein Trümmer. Ja, unser Angeltag ist jetzt fast vorbei. Der Wind hat so, wie Bruno schon und die Wettervorhersage vorausgesagt hat, hat er im Tagesverlauf dann stark aufgefrischt, sodass wir so ein bisschen in die Buchten ausweichen mussten. Aber wir haben trotzdem, denke ich, Bruno, ein ganz kurzweiliges Angeln erlebt mit schönen Fischen, oder? Ja, war richtig gleich am Anfang, wo es noch wenig war, war richtig dicke Barsche. Zander war ein bisschen klein. Aber trotzdem gefangen. Ja, sicher, noch ein paar Zander. Schwarzbarsch. Das hat man auch nicht bei unseren Grand Slam versuchen, Schwarzbarsch. Vielleicht Golden Grand Slam. Ja, wenn du so noch Karpfen und Wilsen, das soll ja kein Problem sein, nächsten zwei Tagen. Genau. Ja, ich denke, Plan, was ist für morgen geplant, Martin? Ja, morgen ist wieder so viel Sturm angesagt. Da wollen wir dann mal mit den Karpfen vom Ufer ausprobieren. Und da bin ich zuversichtlich, dass es funktioniert.
ich auch. Und in dem Sinne, wir fahren jetzt zurück durch den Wind, hoffen, dass wir heil ankommen, aber das wird schon. Und dann sehen wir uns morgen, würde ich sagen. Bis morgen.